Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Wer bist du Podcast. Mein Name ist Michelle Gerber. Ich bin Expansionscoach und helfe Frauen dabei, wirklich Next Level zu erreichen in ihrem Leben und die Queen zu leben, die sie sind, die sie sein können, weil alles ist möglich. Genau, und heute. Ich freue mich auf heute. Warum? Heute wird es spannend. Heute wird es ganz, ganz spannend. Ich weiß, wenn du schon ein bisschen mich da verfolgst, ich sage das immer. Ich sage immer, ich freue mich auf diese Folge und es wird spannend. Warum? Es wird immer spannend. So, es ist immer ja, erfüllend, nährend für mich und ich hoffe doch für dich auch. Aber was ich da von euch immer so zu hören bekomme, scheint es euch ähnlich zu gehen. Ja, nährend für euch und hilft auch euch in eurem Leben, wo ihr gerade seid, wo du jetzt gerade bist. Und das ist das Schönste für mich, weißt du. Das bedeutet mir so viel, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das gibt mir auch so viel, wenn du mir einen Kommentar da lässt oder wenn du mir schreibst auf Instagram oder wenn du mich siehst. So. Und das, all das zu hören, was meine Worte in dir auslösen und wie dich meine Worte weiterbringen. Und ja, also das ist das Schönste. Das bedeutet mir alles. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was mir das gibt. Und an dieser Stelle möchte ich dir eines sagen, was mir so, so am Herzen liegt und was ich wirklich, wirklich hoffe, dass das bei dir ankommt. Ich nehme dich mit in mein Leben. Ich erzähle dir einiges. Ich erzähle dir echt viel. Warum? Weil ich glaube, dass wir alle gar nicht so unterschiedlich sind. Aber, fettes, 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 fettes Aber, wie ich es mache, ist nicht, wie du es machen sollst. Bitte, ich möchte dir das mitgeben. Das ist mir echt, echt wichtig, weil du bist ein Unikat. Du bist ein Original, ein Individuum. Du hast ein Leben, du hast ganz andere Herausforderungen. Teilweise, manche sind sicherlich auch gleich, als die ich habe. Aber ich möchte dir aufzeigen, hey, Veränderung ist möglich und ich möchte dir aufzeigen, wie ich es mache. Und ich zeige dir ja auch nicht immer auf, wie ich es mache, sondern gebe dir auch allgemein Tipps und Tools und Techniken an die Hand. Und das meiste oder das Liebste, was ich mache, ist, dir neue Fragen zu stellen, dein Bewusstsein zu stretchen, so dass du in deinem Bewusstsein, in deinem Raum, in deinem inneren Raum, dass der wächst so, dass du dir neue Dinge erlaubst, die bisher außerhalb deiner Realität waren, wo du immer Grenzen gezogen hast und gesagt hast, hey, das ist für mich nicht möglich und das bin ich nicht und das bleibt mir weg. So, wer bist du? Du bist auch das. Erlaubst du dir auch das zu sein und erlaubst du dir Freiheit wirklich zu leben? Musst du nicht. Ist nur eine Frage. Erlaubst du es dir? Willst du das? Innen wie außen, dann bist du hier richtig. Oder willst du das nicht? Und dann ist das auch okay. Willst du dein höchstes Potenzial leben? Willst du wirklich Next Level leben und über dich hinauswachsen, wollte ich sagen? Oder einfach ja, über dich, wer du jetzt bist, hinauswachsen und das beginnt außerhalb unserer Komfortzone. Bist du bereit zu beginnen, dich in der Unsicherheit sicher zu fühlen? Weil so wächst du, ganz ehrlich, so. Es juckt mein Auge. So erlaubst du dir das auch wirklich? Diese Persönlichkeit, die du jetzt in diesem Leben sein darfst. Und ich habe das auch gerade, wir hatten am Sonntag den Empower Workshop mit wunderschönen Frauen, Jeannie und ich, und dir das zu schenken, dir das anzubieten. Das war der einzige Workshop, das war einmalig, den wir kostenlos angeboten haben. Und das war so ein Geschenk für die Frauen, die teilgenommen haben, was wir da gehört haben. Und gleichzeitig auch für uns, wirklich diesen Raum mit diesen Frauen und das geben zu dürfen, den Raum zu halten für ihr Wachstum und wow, also ich liebe es und das, ja,
Ich bin so dankbar dafür. Das gibt keine Worte. Also, falls du gerade eine Frau davon bist, die da teilgenommen hat, danke. Danke für diese Erfahrung. So schön. Ich durfte da beispielsweise die erste geführte Meditation anleiten und ja, es war mir eine Ehre. Richtig schön. Okay, zurück zum Thema. Worum geht es denn eigentlich jetzt? Habe ich so lange das Intro gemacht. Jetzt geht's los. Du hast immer. Danke, hast du zugehört. Ja, das war mir wirklich ein Anliegen, das zu sagen, dass du. Wir kommen gleich zum Start, dass du es eben nicht eins zu eins so machen musst wie ich und dass ich dir hier nicht beispielsweise das Coaching, das ich anbiete oder eben hier die Folgen, die ich für dich drehe, dass das nicht so gemeint ist wie du musst es jetzt eins zu eins auch so machen und das ist der einzige Weg und das ist die einzige Wahrheit. Nein, mir geht es darum, dass ich mir erlaube, meine Wahrheit zu leben und dir zu also ein bisschen aufzuzeigen, wie du denn zu deiner individuellen Wahrheit gelangst, wie du das für dich erforscht und lebst und eben dafür sorgst, dass das Verkörperte, das, was du, wer du bist, was du verkörperst, dass das lauter wird als deine gesprochene Wahrheit. Und dafür mache ich das alles, dass du wirklich, wirklich du sein kannst und wirklich das leben kannst, was für dich bestimmt ist, so wie die Schöpfung dich gemeint hat und dass du deine Möglichkeiten ausschöpfst. Ich meine ganz ehrlich, wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, wie wir das heutzutage haben. Okay, worum geht's heute? You go first and the universe will follow you. Heißt, nehmen wir als Beispiel, du willst glücklich sein und dein Leben ist gerade richtig scheiße und es gibt dir gefühlt einen Schlag in die Fresse nach dem anderen und du bist, und das waren wir alle schon mal, eher in dieser Opferstory gefangen und bist Opfer deiner Umstände im Außen und du bist ja so ein armer Tropf und weil das im Außen passiert ist, kannst du noch nicht glücklich sein, sondern erst wenn das anders ist und das und das und wenn dieser Mensch sich verändert hat, dann kann ich. Richtig. Sei kein Wenn-Dann-Mensch. Sei kein Wenn-Dann im Außen, dann verändere ich etwas. Nein, stopp, das begrenzt dich richtig. Also, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und das sage ich dir jetzt auch wieder aus meiner Erfahrung. Das kann in deiner Erfahrung ganz anders sein. Aber ich bin mir fast sicher, dass dem nicht so ist. Ich habe damals in der Scheiße sitzend am tiefsten Punkt meines Lebens die Entscheidung getroffen, hey, stopp, ich will glücklich sein. So nicht. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und da waren die Umstände scheiße. Aber ich habe in mir etwas verändert. Und dadurch, dass ich in mir einen Samen gesetzt habe, welchen ich ab da jeden Tag gewässert, genährt habe. Und das heißt nicht, dass ab da alles Friede, Freude war und ich glücklich war bis ans Ende meiner Tage und immer nur noch gestrahlt habe und so, yeah. Nein, so war es nicht. Aber es war der Schlüssel in mein Leben. In mein Leben in Fülle. Dass ich mir kreiere, von dem ich der Schöpfer bin und von dem du der Schöpfer, die Schöpferin sein kannst oder bist. Du kreierst in jedem Moment Wirklichkeit. Und deine Innenwelt oder dein Außen spiegelt sich durch deine Innenwelt. Wer du in dir drin bist, das siehst du im Außen. Und es ist relativ. Realität, deine erfahrene Realität ist relativ, also veränderbar. Mach dir das bewusst und komme da in die schöpferische Haltung und nicht in die Opferhaltung. Und das ist wirklich in meiner Erfahrung der Schlüssel, und das kannst du auch erfahren. So. Wirklich, und dann jeden Tag einen Schritt, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, aber konstant. Konstant, du musst nicht von einem Tag auf den anderen alles, jeden Lebensbereich um 180 Grad ändern. Ich glaube, ich sage immer, alles ist möglich, aber das ist echt schwer. Das dann langfristig zu halten. Hingegen, wenn du Schritt für Schritt deine Gewohnheiten veränderst und zwischen zwei bereits bestehenden eine neue Gewohnheit
einfügst und das dann immer wieder machst und auch wenn du mal rückfällig wirst, geh dann sorgfältig mit dir um, sei liebevoll. Dann ist es halt so. Aber dann machst du es wieder und also die neue Gewohnheit und es geschieht immer seltener, je mehr du das machst und Fokus auf das Neue, dass du rückfällig wirst und irgendwann wird es fast gar nicht mehr vorkommen und irgendwann wird es vielleicht sogar ganz weg sein. Also ja, Selbstliebe und all das Wachstum ist ein Prozess und da ist wichtig, dass du dir auch die Möglichkeit gibst und da, wie gesagt, liebevoll zu dir bist. Wer bist du während diesem Prozess? Wie bist du mit dir? Wie gehst du um mit dir und somit auch mit anderen? Okay. Ja, no risk, no win. Ja, Glück ist eine Entscheidung, habe ich dir gesagt. Also es ist eine Entscheidung, ob du deinen Fokus auf die Fülle richtest, ob du dankbar bist. Und wirklich, Dankbarkeit ist der Schlüssel für alles. Ich meine, ich hatte nichts, aber ich hatte mich, ich war am Leben. Und ich war der dankbarste Mensch, dass ich atmen durfte. Das tut jetzt vielleicht blöd, aber was meine ich damit? Beginne den Fokus auf all das zu richten, was schon da ist. Und gleichzeitig dann in diesen Momenten, wo du, ich meine, du bist ja nicht 24/7 immer in diesem Hochgefühl, aber wenn du das fühlst, wenn du da richtig in der Freude bist, in diesem Moment manifestierst du dann und lässt innere Bilder auftauchen und bringst das Gefühl in deinen Körper, von was du willst in deinem Leben. Also wirklich, dass du, das muss tiefer sein als deine Gedanken und so weiter, weil diese energetische Ebene, die ist unter all dem. Die energetische Ebene ist unter deinen Gedanken und so weiter, unter deinem Verstand und so weiter. Das ist alles begrenzt. Aber, und deswegen sage ich auch immer, Mindset-Arbeit. Mindset-Arbeit ist zu wenig. So, es braucht die Arbeit am Heartset, eben auf energetischer Ebene und wirklich an der Wurzel. So, das Mindset und also deine Glaubenssätze beispielsweise, das ist alles resultierend aus der Wurzel. Also es bringt nichts in meinen Augen, nur immer das Feuer zu löschen und zu sagen, ja, Mindset ist alles und wenn du anders denkst, erschaffst du dir das andere Leben. Das kann auch ganz viel einfach Reframing sein und dann bildest du langfristig, machst du deinen Schatten einfach noch viel größer. Deswegen biete ich auch beispielsweise das Coaching an und wir nehmen da wirklich deine Probleme und wo du jetzt gerade stehst an der Wurzel und verändern. Also manchmal geht es einfach um ein Schräubchen, das gedreht werden muss da unten bei der Wurzel, damit es dann Dominoeffekt auch das Feuer löscht, automatisch, weil wir etwas an der Wurzel verändern, aber nicht, weil wir krampfhaft versuchen, immer das Feuer zu löschen und Feuer löschen, aber die Wurzel, die stinkt, die ist am Verfaulen, so, dann bringt es nicht, also weißt du, wie ich meine, so da, oder ja, ich glaube, du weißt, was ich meine, also so, so wichtig, dass du da wirklich tief ansetzt und eben, also ganz ehrlich, wir müssen dieses Denken beenden von, du musst zuerst all deine negativen und also ich glaube sowieso nicht an negative und positive Glaubenssätze, sondern es gibt nur nützliche Glaubenssätze, dass du die zuerst alle verändern musst, um dir dann dein Leben in Fülle zu erschaffen. Nein, das glaube ich eben nicht. Da gibt es eben auch andere Wege, eben beispielsweise an dieser energetischen Ebene anzusetzen, also wirklich. Und auch bring diese Dinge auch immer in deinen Körper. Arbeite mit deinem Körper, so, so wichtig. Genau, okay. Ja, also höre auf, diese Geschichte zu nähren, warum etwas nicht klappt, warum du jetzt noch nicht kannst, warum du den nächsten Schritt aus deiner Komfortzone jetzt noch nicht gehen kannst, warum du jetzt gerade noch genau hier bleiben musst und willst und ja, das gibt einen Teil in uns, der uns genau da halten will und klein halten will. Und wer sind wir denn schon, uns das jetzt zu erlauben? Und was denken dann andere Menschen? Und also du kennst das bestens, oder? Und dann sabotieren wir uns eben wieder selbst. Aber frage dich immer, ist das gerade das Höchstmögliche, was ich jetzt leben kann in diesem Moment? Bin ich das, was ich jetzt gerade konsumiere? Sei das Essen, sei das
seien es Nachrichten, seien es Menschen, sei es egal was. Alles, was du konsumieren kannst. Über deine fünf Sinne. Oder es gibt auch noch mehr Sinne. Also wirklich die Dinge, die du in der Hand hast, sei da bewusst. Und solange du nicht an dich glaubst, glaube ich an dich. Und beginne dich jetzt zu lieben. Weil ganz ehrlich, du verbietest es dir. Du bist der einzige Mensch. Und ganz ehrlich, du brauchst dich. Du brauchst dich. Du brauchst dich. Und du manifestierst dir auch nicht, was du willst, was du unbedingt willst, sondern wer du bist. Deswegen sage ich, you go first und das Universum zieht nach. Du kannst auch sagen, deine Innenwelt geht zuerst und das Außen zieht nach. Du lebst in dir Fülle. Damals, als ich an diesem tiefsten Punkt war, ich war in mir in Fülle, weil ich war so, so dankbar, weil zuvor hatte ich Todesangst vor all diesen Gefühlen, dieser Intensität davor. Und ich wusste nicht, was mit mir passiert, wenn ich das alles zulasse. Aber ich habe es zugelassen. Und alleine, dass ich das damals ja, irgendwie überstanden habe. Und also ich wusste ab da, ich bin jetzt unaufhaltsam. Mir kann nichts mehr passieren. Also ich habe das gerade überlebt. Da kann jetzt kommen, was will. Ich wollte jetzt noch etwas sagen. Das hat mich jetzt gerade voll rausgebracht. Nein, was wollte ich noch sagen? Ja eben, also mein Glaube ab da an mich, an das Leben, mein Urvertrauen ins Leben war oder ist seit da unerschütterlich. Unerschütterlich. Also da kann jetzt im Außen kommen, was will. Ich habe diese Erfahrung für mich in mir gespeichert und ich glaube an mich. Ich glaube an uns als Menschheit und ich werde dich niemals aufgeben. Niemals. Und ich glaube an dich. Und solange du noch keine Liebe für dich hast, habe ich sie für dich. Ich sage es dir immer wieder. Wenn du beginnst, für dich Liebe zu empfinden, hast du automatisch auch Liebe für andere. Und das wünsche ich mir für dich, weil je mehr Liebe du in dir fühlst, für alles Mögliche, du kannst für alles Liebe empfinden, desto mehr fühlst du es in dir. Wenn du anderen Menschen ein Kompliment machst als Beispiel, ja, diese Menschen fühlen das auch in sich. Du hast ihnen ein Kompliment gemacht, aber du fühlst es auch in dir. Wenn du gibst, gibt es dir auch etwas zurück, weil du gibst. So. Also, gib Liebe. Und lass diese Liebe in dir größer werden. Ganz wichtig. Die Grenzen deiner Vorstellungskraft erfährst du. Nochmal. Die Grenzen deiner Vorstellungskraft, also was du glaubst, was für dich möglich ist und was nicht, spiegelt sich in deiner erfahrenen Realität. Und noch einmal, Realität ist relativ. Das kannst du verändern, dadurch, dass du etwas in deiner Innenwelt veränderst. Wenn du beginnst, wieder an Wunder zu glauben, passieren sie auch. Wo verneinst du Leben noch? Wo sagst du noch nicht Ja zum Leben? Und was ist der erste Schritt, den du da in die richtige Richtung machen kannst? Und was für dich die richtige Richtung ist, ist deine Entscheidung. Wo begrenzt du dich? Wo hältst du dich noch klein? Wo erlaubst du dir keine Fülle, keine Größe? Wo machst du etwas nicht und hältst etwas zurück, weil du Angst hast, was andere Menschen von dir denken könnten? Was kommt dir da jetzt gerade? Und dann mach's. Sei so mutig. Weil denk immer daran, nur weil du Angst hast, die Angst ermöglicht es dir, mutig sein zu können. Und es ist so wertvoll. Nutze das für dich. Ganz ehrlich, deine Intuition, die wird nicht reinkicken in deiner Komfortzone. Also schubst dich immer wieder aus dieser Komfortzone und geh voran. Geh voran und baue wirklich in dir dieses stabile Fundament.
Und beginne bei den Basics, sei es Ernährung, sei es Bewegung, sei es aber auch in dir drin, deine emotionale Intelligenz, sei es Entscheidungen treffen, dass du wirklich da deine Macht wieder anknippst, sei es, also all die Dinge, sei es, dass du wieder beginnst, auf deine Intuition zu hören, auf dein Herz, auf die Stimme in dir drin, wo alles möglich ist. Für die ist alles möglich, für deinen Kopf. Dein Kopf ist begrenzt. Da ist nicht alles möglich. Da bist du begrenzt. Da bist du nur deine Persönlichkeit, aber du bist noch mehr. Da gibt es einen Teil, wer bist du, der immer hier war, jetzt hier ist und auch immer sein wird in Zukunft. Bewusstsein. Und wenn du beginnst, dein Leben so als Spiel zu sehen oder einfach so als quasi eine Dokumentation, kannst du sagen, dass du da sitzt und so auf die Leinwand deines Lebens deine Dokumenta oder dein Film des Lebens siehst, so an einer, also an dir vorbeiziehen, weißt du, und du lebst es, aber du bist der Beobachter davon. Oder eben, du bist in, ich sage immer, deine Spielwiese an Möglichkeiten. Du hast deine individuelle, dir gegebene, weil du bist kein Zufall, Spielwiese an Möglichkeiten. Und ob du jetzt so viel deiner Möglichkeiten ausschöpfst oder so viel alles und dieses Spiel wirklich zum Vollsten spielst und Exzellenz anstrebst und mehr sein willst, das ist deine Entscheidung. Aber das hast du in der Hand, das ist dein freier Wille. Und du bist nicht ohne Grund jetzt geboren. Wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten wie heute. Die Frage ist, sehen wir sie, nutzen wir sie oder wollen wir sie nicht sehen, weil wir Angst haben vor Verantwortung? Und uns das mal einzugestehen, ja, das... Aber das ist wichtig, weil wir leben alle unter unserem Potenzial. Und ich will nicht, dass wir beide uns dann sagen müssen an unserem Sterbebett, fuck, ich bereue es. Warum war ich denn immer so sicher? Warum habe ich immer diesen Weg gewählt? Warum habe ich nichts riskiert? Warum habe ich mich nicht gelebt? Warum habe ich meine Wahrheit nicht verkörpert? Nur weil ich Angst hatte, was andere denken von mir. Nur weil ich Angst hatte, dass ich scheitern könnte. Nur weil ich Angst hatte, dass ich es nicht schaffen könnte. Deswegen habe ich es gar nicht erst probiert. Und ja, du wirst scheitern, du wirst Fehler machen. Es wird nicht immer leicht sein. Aber es darf. Es kann. Und du weißt nicht, was möglich ist, wenn du nicht das Unmögliche versuchst. Ganz ehrlich. Wenn du nicht glaubst, dass du zu Exzellenz in der Lage bist, dass das für dich möglich ist, wirst du es nie erreichen, wenn du von Anfang an Mittelmaß und ja, nicht so wirklich Fülle, mein Leben ist okay, da schlägt man sich so durch, ist halt das Leben, ist hart und Arbeit ist auch hart und ja, muss halt Geld reinkommen irgendwie und ich freue mich dann auf den Feierabend und auf das Wochenende und auf die Ferien und auf die Rente. Warum? Ist es nicht viel schöner, wenn dein Leben Feierabend sein kann? Weil du liebst, was du tust, in jedem Moment und weil du gibst. Also, noch einmal, wo hältst du dich an Ort und Stelle? Und warum? Was ist jetzt gerade noch das Geschenk darin, den Nutzen? Und denke immer daran, das Universum liebt schnelle Entscheidungen und kraftvolle Entscheidungen. Und ein Ja, ein Nein, ein Weg. Und wenn du so diese Vision von dir und von was möglich ist für dich, wenn du es immer größer werden lässt, immer größer träumst und dir das erlaubst, auch dein Frausein, dein Mannsein beispielsweise, in deinem Leben geht es um dich. Erlaube dir, dich zu deinem Vollsten zu leben und das auszukosten, zu erfahren, in jedem Bereich, weil du es verdienst, du verdienst es, Fülle. Und du bist Schöpferin, du bist Schöpfer deines Lebens. Hör auf, länger Opfer zu sein, hör auf. Hör auf, deine Vergangenheit immer wieder zu käuen. Und erschaffe deine Zukunft.
Wie gesagt, da musst du auch nicht 3000 Jahre noch in deiner Vergangenheit herumwühlen und so und nach Gründen suchen, warum du jetzt hier bist, wo du bist. Durch deine Vergangenheit bist du bis hier gekommen. Aber jetzt geht's an deine Zukunft und die kannst du dir ganz neu erschaffen. Ganz, ganz neu, wie du willst. Aber worauf hast du den Fokus und was erlaubst du dir zu sein und was eben nicht? Du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Mach's ganz gut.